Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine besondere und große Freude, Sie zur 12. Jahrestagung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft hier in Stuttgart einladen zu dürfen. Ich möchte mich an dieser Stelle zuerst sehr herzlich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen, die ihre wissenschaftlichen Beiträge zum Kongress vorbereitet und eingereicht haben. Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt schon versichern, dass die Qualität der angemeldeten Beiträge so hervorragend ist, dass wir wieder ein spannendes und aktuelles Programm auf unserer Jahrestagung präsentieren können. Das wissenschaftliche Programm wird ergänzt um die drei Schwerpunkte Trauma, Tumor und Qualität in der Medizin. Den Bereich Trauma werden wir abdecken mit unter anderem Pro- und Kontrasitzungen und selbstverständlich internationalen Referenten. Der Bereich Tumor stelle ich mir vor als eine interdisziplinäre Tumorkonferenz. Wir haben Onkologen, Strahlentherapeuten, Radiologen zum Beispiel eingeladen. Wie Sie wissen, haben wir auf der Jahrestagung in Hannover 2016 eine gesundheitspolitische Debatte begonnen und es ist auch dieses Jahr gelungen, wieder Vertreter aus der Gesundheitspolitik für einen Diskurs zu gewinnen. Wir haben eine Sitzung vorbereitet zum Thema Qualität in der Medizin und freuen uns dort auf einen interessanten und spannenden Austausch. Ich freue mich besonders auf die Kongresseröffnung dieses Jahr. Als Festredner habe ich René Bourbonus gewinnen können. Er ist Spezialist für Rhetorik und versucht durch eine Mischung aus Fachwissen und Praxisnähe einen spannenden Diskurs zu bieten. Ich gehe davon aus, dass wir mit etwa 2.500 Besuchern hier im ICS den Kongress abhalten werden. Auf der Jahrestagung möchten wir auch wieder den interprofessionellen Austausch unterstützen. Am Freitag wird es ein Pflegesymposium geben und am Samstag gibt es parallel zum Hauptprogramm eine Physiotherapietagung. Sie haben auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, sich über die technischen Neuerungen zu informieren. Dafür wird eine große Industrieausstellung zur Verfügung stehen. Außerdem sind Lunch-Workshops in bewährter Weise verfügbar. Nicht nur der Kongress, selbstverständlich soll sie auch die Landes- und Kulturhauptstadt Stuttgart in den Süden locken. Ich möchte Sie bereits jetzt herzlich zum Festabend im Römerkastell einladen. Für die entsprechende Partystimmung werden die Soul Diamonds sorgen, eine Stuttgarter Jazz- und Soul-Formation. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auf Ihr Kommen, auf Ihre Diskussionsbeiträge, auf einen spannenden Austausch und vielleicht einen gemeinsamen unvergesslichen Festabend. Herzlich willkommen in Stuttgart zum Ende des Jahres.